Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf unserem Hof in Elm Creek. Ich bin hier noch am Grasman, also Heuman eigentlich. Wir wollen ja Heu draus machen. Und wir werden heute das Gras voll weitermähen. Dann müssen wir uns mal darum kümmern, welchen Heuwender und welchen Schwader wir kaufen wollen. Und dann müssen wir die beim Händler abholen. So. Aber ja, erstmal mähen wir hier voll fertig. Und dann können wir uns um die restlichen Maschinen voll kümmern. Dann können wir das nämlich alles auf einen Schlag wenden. Was ich jetzt schon weiß, der Wender darf nicht allzu groß sein. Denn wir müssen ja auch bedenken, dass wir Flächen haben am Feldrand, wo dann halt zwischen Straße und Feld nicht viel Platz ist, also vielleicht drei Schwad oder so. Und wenn der Wender zu breit ist, haben wir ein Problem, weil dann liegt das Zeugs auf der Straße. Aber das passt uns eh ganz gut, da das Budget nicht sonderlich groß ist, was wir haben. Von dem her, einen kleinen niedlichen Wender wird es wahrscheinlich werden. So, hier die letzte Bahn. Und dann noch das Dreieck da drüben. Dann ist die Ecke hier auch fertig. So. Weiter geht's. Was haben wir denn noch? Muss mal kurz überlegen. Wir haben noch hinterm Hof da bei den Kartoffeln und wo die Fußgänger immer lang laufen. Da ist noch ein Stückchen hier um den Nachbaracker, wo die Sonnenblumen sind. Und dann haben wir die großen Sachen aber auch schon alle gemäht. Jeden kleinen Zipfel werde ich auch nicht mähen, weil es gibt dann tatsächlich auch Stellen, wo man selbst mit einem schmalsten Wender wahrscheinlich nicht hinkommt. Das lassen wir dann erstmal stehen und schauen, ob wir das dann direkt mit Mähwerk und Ladewagen irgendwann später für die Kühe noch holen. Vielleicht kommt es mit dem Silo rein, mal schauen. Ja, so kleine Zipfel hier. Das denkt man gar nicht, aber die dauern immer noch relativ lang, weil man halt die ganze Zeit am Wenden ist. Denkt dann, ja, jetzt gleich bin ich fertig, aber denkste. Sowas hält auf. Deshalb haben viele große Bauern einfach nur schöne, gerade symmetrische Felder ohne irgendwelchen Schnickschnack außenrum. Ja, aber ich nehme das hier gerne. Einfach noch so ein bisschen. Ja, ich sehe es eigentlich schon fast als Gratisfutter an. So, komm, jetzt fahren wir voll rückwärts. Und den Zipfel hier auch noch. Und dann müssen wir rüber auf die andere Straßenseite. Schauen wir mal. Da kommt niemand. Da hinten auch nicht. Dann können wir hier weitermachen.
So, da innen am Weg steht gerade nichts. Okay, dann fahren wir einfach am Feld entlang. So. Fahren wir hier außen rum. Da oben habe ich schon ein paar Schwarz gemäht. Fahren wir hier noch ein bisschen weiter außen in der Straße lang. Ganz raus können wir eh nicht wegen den Schildern. Der äußerste Streifen gehört dann auch quasi der Gemeinde. Mal da vorne. Eigentlich können wir auch direkt geradeaus weiterfahren und am Mais entlang auch noch. Das müsste breit genug sein für den Schwader, den ich mir ausgedacht habe. Ausgeguckt. Und wenn er da nicht hinpasst, beziehungsweise wenn da, wollte ich eigentlich sagen, nicht Schwader, dann ist es halt so, dann fahren wir da einfach im Ladewagen lang. Mal sehr gut, dass der noch gar nicht eingesät hat, hier der Nachbar. So. Ja, dritte Bahn kann man auf alle Fälle noch fahren hier. Einmal tief unter die Bäume durch. So. Und wieder zurück. Sonnenblumen sind schon schön gewachsen. Gefällt mir. Der Mais auch. Hat hier außen ein bisschen Unkraut, aber gut. Ganz außen am Rand die erste Reihe. Ja, hat hier halt ein bisschen weniger Ertrag. Ist jetzt auch nicht ultra schlimm. So. Ui. Da war der Asch ein bisschen zu dick. Falsch eingeschätzt. Ich dachte, der ist noch beweglich genug. In Realität hätten wir jetzt eine Macke in der Kabine drin. So geht es noch. Wunderbar. Ja, ich glaube, es ist vielleicht eine ganz gute Idee, wenn wir jetzt mal beim Händler anrufen und die zwei Maschinen, die wir gerne hätten, bestellen, dass er die uns schon mal hinrichten kann, dass wir die dann gleich abholen können. Würde ich sagen, schauen wir mal, was so im Angebot ist. Grünland Pflegewender. So, was hat der? 4,40 Meter. Er hat 8,70 Meter. Was hat denn mein Mähwerk hier? Mein Mähwerk hat 3 Meter. Das heißt, da wo ich jetzt dreimal nebeneinander gefahren bin, bin ich bei 9. Nehmen wir schon einen größeren hier. Oder gibt es einen im Angebot? Ne, im Angebot ist nicht viel. Der ist breiter. Aber der ist vielleicht schon zu breit. Ist ganz gut, wenn wir knapp ein bisschen drunter sind. Gerade wegen dem schmalen Streifen da. Und dann brauchen wir noch einen Schwader.
3,40. 8,40. Die sind zu breit und auch zu teuer dann. Der hier würde eigentlich perfekt passen. Gut, dann haben wir unsere Maschinen bestellt. Kann man hier weitermachen mit Man. Ui, da ist ein ganz schöner Haufen zusammengekommen. Und ja, ich glaube, ich bin tatsächlich jetzt noch ein Weilchen beschäftigt mit Man hier. Dass wir das hier alles gemäht haben. Dann holen wir wahrscheinlich die zwei Maschinen erst in der nächsten Folge ab. Da wird es wohl drauf hinauslaufen. So. Nein, auch noch nicht angesät. Ist ja wunderbar hier. Kann man zwar keine Mission machen auf dem Feld. Ja doch, kann man schon. Bestimmt irgendwie pflügen oder so. Aber halt keine Erntemission, wollte ich sagen. Aber dafür können wir drüber fahren. So. Da oben sind wir fertig, genau. Schaffen wir das auf einmal? Wenn nicht, ist egal, wir müssen eh nochmal da lang. Doch, passt. Ja, das ist hier so eine Stelle, genau drei Schwart nebeneinander. Da müssen wir jetzt mit beiden Maschinen exakt durchkommen. Es ist immer gut, wenn man seinen Fuhrpark, den man sich zusammenkauft, wenn die Arbeitsbreiten immer ein Vielfaches voneinander sind oder gleich. Ist ja auch beim Düngen und Spritzen so, dass man da dann die Fahrgassen teilen kann und nicht irgendwie extra Fahrgassen braucht für andere Arbeitsbreiten. So. Aufpassen, dass wir nicht rückwärts in die Sonnenblumen reinfahren. Sag mal so, wenn wir jetzt hier irgendwie dann später im Schwader doppelt fahren muss oder so, ist auch nicht so schlimm. So. Kann man abschalten. Nicht, dass irgendwas passiert. Ich liebe es einfach, wie cool die Sounds umgesetzt haben hier im 22er. Auch das Mähwerk gerade, als es ausging oder jetzt, wenn es gleich wieder angeht. Es hört sich einfach so realistisch an. Hört einfach mal. So das Anlaufgeräusch, bis es so in Schwung kommt. Wahrscheinlich kann, also, ja, die, wo von euch noch nie in Realität Mähwerk gefahren sind, die werden es wahrscheinlich nicht nachvollziehen können. Aber die, wo es schon Realität gefahren sind, die werden mir zustimmen können. Klar gibt es da hier und da das ein oder andere Geräusch, was man immer noch verbessern kann, aber einfach nur so den Fortschritt zum 19er ist einfach nur übel krass und gefällt mir echt. Boah, hier. Wenn wir mal wieder irgendwo bauen und ein bisschen was an Erde übrig haben, müssen wir hier ein bisschen einebnen, würde ich sagen. Das ist ja schon übelstes Geschaukel hier. Das wird auf Dauer auch unangenehm.
glaube, ich fahre mal so da lang. Dann denke ich eine Bahn noch und dann lassen wir es auch mal stehen. Die Insekten der Natur lassen wir auch noch ein bisschen was. So ein Blühstreifen an der Straße außen. Da hat jemand seinen Schlauch liegen lassen. Das Zelt noch wunderbar. Und dann fahren wir noch rüber und mähen bei uns um den Hof noch ein bisschen rum. So, da kommt niemand. Da auch nicht. Ich weiß nicht, hier. Ich glaube, das ist zu schmal. Das lassen wir eher stehen. Das können wir dann im Ladewagen irgendwann noch holen. Hier so direkt am Feldrand auch. Hier hinten ist eigentlich auch zu schmal. Ich mäß jetzt trotzdem. Da kann ja einfach dann der Wender auch auf dem Acker. Oder wir können dann auch den fertigen Schwad auf den Acker draufpacken. Ist ja nicht das Problem. Ich würde jetzt hier auch wieder in der Außenansicht fahren. Nicht, dass die Kühe anfangen zu schreien auf einmal. Das wollen wir ja nicht haben. Ja, und mit Schotterwegen und ausheben, nicht ausheben. Ist so eine Sache, ich habe es ja schon erwähnt in der letzten Folge, dass wenn da mal ein Steinchen ein bisschen zu hoch liegt und man das erwischt, dass es dann die Messer beschädigt und weit fliegen kann. In der Regel, wenn da häufig drüber gefahren wird, dann ist so in der Mitte vom Weg, wo das Gras steht, so ein bisschen erhöht. Und da, wo der Schotter liegt, sind zwei so leichte Kuhlen. Wenn man da mit dem Mähwerk dann drüber fährt und es dann halt da ja, so verteilt aufliegen kann, dann geht es wieder. Aber eigentlich, ja, habe ich jetzt nicht weit genug gedacht. Spätestens mit Wender habe ich ein Problem, weil der kratzt definitiv auf die Steinchen. Gut. Jetzt haben wir schon gemäht. Lassen wir es auch so. Fahren wir davor und fahren dann nochmal die Bahn. Vielleicht können wir auch hier kurz das Eck da. Können wir hier besser umdrehen jetzt. So, wunderbar. Was haben wir denn? Drüben um den Acker lohnt sich, glaube ich, nicht. Das Eckchen hier noch. Und dann sind wir auch fertig, oder? Ich wüsste es gerade nicht. Ich werde gleich nach der Folge nochmal schauen gehen. Wir werden jetzt erstmal hier voll fertig. Ich mache das jetzt auch gleich offscreen hier voll. Dann gucke ich nochmal, ob ich noch wo eine Stelle finde. Und ja, dann sind wir auch schon fertig. Dann würde ich sagen,
Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.